Oh, wie sichere ich mein Depot ab, damit ich nicht noch mehr Geld verliere? Diese Frage wurde mir zuletzt des Öfteren gestellt. Und das ist ja auch nicht verwunderlich, denn die Märkte haben ja doch deutlich gelitten in den letzten Tagen und in den letzten Wochen. Gerade die Technologiebörse Nasdaq ist ordentlich abgeschmiert. Und da klingt so eine Depotabsicherung ja erst einmal nach Stabilität. Und Stabilität ist ja das, was wir uns an der Börse wünschen. Aber so eine Absicherung, die kostet nun mal Geld. Absichern, ne, das heißt, wir versichern etwas, in diesem Fall unser Depot. Und hier muss man vorsichtig sein, denn falsch angewandt, da kostet diese Versicherung nicht nur Geld, sondern sie verfehlt auch ihr Ziel. Und deswegen ist bei einer Depotabsicherung das Timing sehr, sehr wichtig. Und jetzt wird ja häufig gesagt, ach, Timing funktioniert nicht. Wer das sagt, wer das denkt, der hat ja den Börsenhandel oder der hat bislang noch kein wirklich tiefgreifendes Börsenverständnis aufgebaut. Denn sogar Warren Buffett, der Altmeister, selbst der nutzt ja sogar Timing, auch wenn er jetzt keinen charttechnischen Ansatz fährt, wie ich es mache, sondern ja fundamental unterwegs ist. Und trotzdem nutzt er Markttiming. Denn nach dem Boom, nach dem Corona-Crash, hat sich Warren Buffett ja deutlich zurückgehalten mit Käufen. Und jetzt, wo wir momentan die Korrektur sehen, fängt er wieder an einzusteigen. Oder das gute Beispiel in der Bankenkrise hat Warren Buffett ja kurzzeitig einige Aktien von Goldman Sachs gekauft zu einem wirklich günstigen Zeitpunkt, Markttiming. Es gibt gute und schlechte Marktphasen, um, ich sag mal, langfristig zu kaufen, so wie es Warren Buffett immer wieder beweist. Befindet sich der Markt an einem Hochpunkt, zuletzt nach dem Corona-Crash, ein Hoch nach dem anderen, gestiegen, 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 das ist ein denkbar schlechter Zeitpunkt, um eine langfristige Position zu kaufen. Ist ein Markt gefallen, so wie jetzt, mal 30% an der Nasdaq, ist der Zeitpunkt schon wesentlich besser. Man kann das vom Timing natürlich noch ein bisschen optimieren, aber in einen fallenden Markt einzusteigen, das ist auf jeden Fall schon mal langfristig gesehen eine gute Sache. Jetzt müssen wir uns das Thema Absicherung nochmal vor Augen halten. Und dabei denke ich an Absicherung mit Optionen oder Absicherung mit Optionsscheinen zum Beispiel, was ja ziemlich beliebt ist. So höre ich das zumindest immer mal wieder raus. Und da verhält es sich eigentlich genau umgekehrt, wie bei dem Einstieg in langfristige Positionen. Da ist es nämlich so, dass, naja, bei Optionen müssen wir uns klar machen, zuerst einmal, wie sich der Optionspreis zusammensetzt. Die Volatilität, also die Schwankungsbreite, die wir jeden Tag an den Märkten sehen, die bildet den Preis mit ab. Also ja, die Volatilität bestimmt den Preis natürlich unter anderem mit. Fällt ein Markt, dann ist die Volatilität hoch. Und ist die Volatilität hoch, dann sind Optionsscheine teuer. Schleicht ein Markt hingegen von hoch zu hoch, langsam, gemächlich nach oben, dann ist die Volatilität niedrig und ein Optionsschein ist entsprechend günstig. Aktuell ist die Volatilität, auch wenn sich der DAX deutlich besser geschlagen hat als die US-Indizes, trotzdem ist die Volatilität noch relativ hoch. Das schauen wir uns mal am Beispiel an. Hier sehen wir zum Beispiel den VDAX New. Und der VDAX New zeigt uns quasi ja, die Angst im Markt an, die Volatilität, die Schwankungsbreite. Und wenn wir mal schauen, zuletzt hatten wir ein VDAX New im Bereich 44. Corona Crash hatten wir na, VDAX bei 85, also brutal. Wenn wir noch weiter zurückgehen, 2018 gab es mal so Ausschläge. So insgesamt, wenn wir uns das anschauen, liegt die oder lag die Volatilität sonst immer, sag mal, so unter 20. Über 20 war schon relativ hoch. In 2021, da war
eine Volatilität unter 20 schon fast günstig und eher so über 24 die Regel. Und zuletzt entsprechend wieder der Ausschlag nach oben und momentan sind wir bei einer Volatilität so von 28. Und das heißt aus, beziehungsweise eine hohe Volatilität sagt einfach aus, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass eine Option oder ein Optionsschein, den ich kaufe, dass der ins Geld läuft, dass der werthaltig wird. Und je höher die Wahrscheinlichkeit ist, klar, desto höher ist natürlich auch der Preis des Optionsscheins oder der Option. So, und jetzt da haben wir, wie gesagt, wir sind von der Volatilität her immer noch, auch wenn der DAX gar nicht so doll gelitten hat in den letzten Wochen, sind wir immer noch relativ hoch. Und wenn wir jetzt anfangen, unser Depot abzusichern, dann kann das richtig teuer werden. Denn sollte sich der DAX jetzt erst einmal nur seitwärts bewegen, dann wird die Volatilität weiter sinken, vielleicht wieder in dem Bereich um 20. Und dann wird es richtig teuer, denn dann sackt der Preis für unseren Optionsschein oder für unsere Option einfach ein Stück weit in sich zusammen. Als kleines Beispiel habe ich mal einen Optionsschein rausgesucht von der Société Générale, hier oben die Wertpapier-Kennnummer, Basispreis 14.000 Punkte, also im Bereich des DAX, wo wir geschlossen haben. 14.014 war am Freitag der Schlusskurs im Future und die Laufzeit bis 21.10.2022. Und da sehen wir implizite Volatilität im Bereich 25% hier angegeben. So, und jetzt habe ich mal verschiedene Szenarien durchgerechnet. Wir schauen uns hier einen Optionsscheinrechner von OnVista an. Einfach mal googeln, schnell zu finden. Da gibt man einfach die Wertpapierkennnummer ein von dem Optionsschein, den man sich anschauen will. Und da kann man verschiedene Szenarien durchrechnen. Ich habe jetzt als erstes mal angenommen, Basispreis bleibt gleich, also der DAX bleibt jetzt gleich bis zum 14.06. Also einfach mal einen Monat weiter, ohne dass sich irgendwas verändert. Volatilität bleibt weiterhin so bestehen, wie sie ist. Und dann würden wir in einem Monat fast 9% an Wert hier in diesem Optionsschein verlieren. Also Markt bleibt gleich, es kostet einfach Versicherungsprämie. Jetzt mal angenommen, wir sind weiterhin bei 14.000 Punkten. Wir haben aber den 14.06., also auch wieder einen Monat weiter. So, und jetzt ist die Volatilität aber auf 20% gesunken. Und da sehen wir, dass wir einen Verlust von 26,5% hinnehmen müssen. Also, wenn sich im Markt nichts tut, dann wird die Volatilität sinken und wir verlieren fast ein Viertel des Wertes. Und wenn wir mal noch weiter schauen, jetzt mal angenommen, der DAX fällt, vielleicht jetzt direkt geht's weiter nach unten, auf 13.500 Punkte. Wir haben 500 Punkte haben wir verloren. Wir schauen uns dann den 14.07. an, also in 2 Monaten in ungefähr. Und vielleicht sehen wir wirklich einen schnellen Rutsch und dann verharrt der DAX auf niedrigem Niveau, bewegt sich nur seitwärts. Die Volatilität schrumpft ja wieder, die wird geringer. Wir haben jetzt vielleicht erstmal einen Ausschlag der Volatilität, aber mal angenommen, wir sagen, wir haben ja Angst, dass der Markt noch weiter fällt, unter 13.000 Punkte, weiß nicht, dass der Markt einfach noch fällt. Das heißt, wir halten die Position. Und dann tut sich aber erstmal nichts mehr. 14.07., wir stehen 500 Punkte tiefer als jetzt und wir verlieren trotzdem mit unserer Depotabsicherung 5% an Wert. Und hier muss man sich einfach immer mal klar machen, dass so eine Absicherung nicht wirklich der heilige Gral ist und nicht unbedingt tatsächlich das Depot absichert, sondern falsch angewandt oder zum falschen Zeitpunkt oder zu lange gehalten, kann das Ding auch einfach Geld kosten. Und wissen Sie, wie ich mein langfristiges Depot absichere? Indem ich kurzfristiges Swing Trading betreibe. Was ist Swing Trading? Gucken wir uns einfach den DAX an. Märkte bewegen sich ja immer in bestimmten Mustern und die Muster, die ähneln sich, sind niemals gleich, aber die ähneln sich oftmals sehr. Und mit einfachen Hilfsmitteln der Charttechnik, ich zum Beispiel arbeite sehr gerne mit Unterstützung und Widerständen, dem wahrscheinlich ältesten Hilfsmittel der Charttechnik,
Anhand dessen können wir immer wieder so ja, Szenarien aufbauen bzw. Punkte im Chart finden, wo eine Reaktion zu erwarten ist. Und dann gehe ich eine kurzfristige Position ein auf der Long-Seite. Das heißt, entweder ich kaufe in steigenden Märkten oder ich spekuliere auch auf fallende Märkte, um so dann entsprechend mit dem daraus resultierenden Gewinn mein langfristiges Depot abzusichern. Natürlich geht es auch nicht immer gut, um Gottes Willen. Trading ist natürlich auch mit Risiken behaftet, wenn man nicht weiß, wie es funktioniert. Aber auf lange Sicht kann man da wirklich einen schönen Ertrag mit generieren, vor allen Dingen auch in fallenden Märkten, um so dann ein langfristiges Portfolio abzusichern. Wenn man sich mal den DAX anschaut, zuletzt, wir hatten ja hier diese Make-or-Break-Marke, hatten wir auch schon immer mal angesprochen, im Bereich 15.000 Punkte. Und dann kam der Ausbruch nach unten. Und der Rücksetzer auf dieses Niveau, da wo die Leute sonst immer gekauft haben, dort, hatte ich bei mir auch auf dem YouTube-Kanal, gerne abonnieren, gesagt, hier, das ist ein mögliches Short-Niveau. Stop-Loss für die Position bei 15.250 Punkten, Einstieg so bei 14.800. Ein Stop-Loss brauchen wir immer als Sicherungsseil, weil wir nie wissen, ob das mit der Position hinhaut oder nicht. Es funktioniert aber oft genug und mit den Gewinnern gewinnen wir immer deutlich mehr, als wir mit den Verlierern verlieren. Und so konnte man hier mit einer Short-Position auf fallende Märkte spekulieren und mindestens mal, ich sage hier oben, das war das Risiko, was wir eingegangen sind. Ne? Und dann haben wir mindestens zweimal das eingegangene Risiko verdient. Und das ist es, was ich persönlich immer sehr wichtig finde, dass man im Verhältnis zum eingegangenen Risiko möglichst viel verdient. Und das ist Swing Trading. Das ist es, was ich mache. Und damit kann man Vermögensaufbau betreiben, Vermögensschutz betreiben für ein langfristiges Portfolio, um das so ein Stück weit auszugleichen. Das ist es, was ich mache, das ist es, was ich liebe. Wenn Sie Lust haben, sich das mal anzuschauen, da ein bisschen mehr darüber zu erfahren, abonnieren Sie zum einen meinen Kanal Mario Steinrücken auf YouTube oder schauen Sie sich meine Homepage an, die steinrückenakademie.de, und da können Sie sich gerne für ein Strategiegespräch eintragen und dann sprechen wir mal drüber, wo Sie momentan stehen, wo Sie hin möchten, wie ich Ihnen da eventuell weiterhelfen kann.